Ich möchte nun über die Iodengleichrichter sprechen. Das heißt, zunächst wollen wir die Kriterien klären, wie teilen wir die Iodengleichrichter ein, dass wir diese Begrifflichkeiten kennen und dann auch wissen, wenn wir nachschlagen, was verbirgt sich hinter welcher Kurzbezeichnung. Das heißt, wie werden die Iodengleichrichter eingeteilt? Zunächst mal, die erste Einteilung ist nach der Phasenzahl. Wir unterscheiden, ob wir einphasige oder mehrphasige Gleichrichter haben, wobei mehrphasig in unserem Fall jetzt hier sein wird, dreiphasige Gleichrichterschaltung. Das heißt, entweder haben wir hier die normale einphasige Netzspannung oder wir unterhalten uns über Gleichrichter, die am Drehstromnetz angeschlossen sind. Als zweites Einteilung von Gleichrichtern unterscheidet man sogenannte Mittelpunkt- und Brückenschaltung. Mittelpunktschaltungen werden mit einem M abgekürzt. Brückenschaltungen kriegen als Abkürzung ein B. Wenn wir gleich sehen, was der Unterschied ist. Bei Mittelpunktschaltungen ist sozusagen immer ein Anschluss des Netzes direkt mit der Last verbunden. Bei Brückenschaltung ist das nicht der Fall. Dort haben wir eigentlich immer zwei Dioden, die leiten. Und dann vielleicht das letzte Einteilungskriterium, wenn wir Diodengleichrichter betrachten, die sogenannte Pulszahl. Das heißt, wir werden von solchen Gleichrichtern sprechen, die zum Beispiel eine Pulszahl haben von 1, 2, 3 und 6. Das bedeutet, die Grundschwingungsfrequenz auf der Gleichspannungsseite bezogen auf die Netzfrequenz, wenn wir das so wollen. Das heißt, bei einer Gleichrichterschaltung mit der Pulszahl 1 ist die Grundschwingung auf der Gleichspannungsseite gleich wie die Netzfrequenz. Bei einer Gleichrichterschaltung mit der Pulszahl 2 haben wir die doppelte Grundschwingung als Frequenzanteil auf der Gleichspannungsseite. Gut, schauen wir uns jetzt zunächst an die einphasigen Gleichrichterschaltungen. Hier wollen wir drei Stück betrachten, die sogenannte M1-Schaltung, die M2-Schaltung und die sogenannte B2-Schaltung. Das heißt, M1-Schaltung, der Spitzenwert-Gleichrichter oder der Mittelpunkt-Gleichrichter mit der Pulszahl 1. Ich werde jetzt bei allen hier eine ohmsch-kapazitive Last nehmen, weil das sehr häufig der Lastfall ist, den wir haben. Das heißt, links habe ich die Netzspannung angeschlossen und das hier wäre dann die M1-Schaltung. Wir haben nur eine Diode, das ist der Vorteil. Sehr einfacher Aufbau. Wir sehen hier das Typische bei Mittelpunktschaltung von der Netzseite und der Lastseite haben wir hier eine Verbindung rüber. Das ist das Kennzeichen dieser Mittelpunktschaltung. Die Ausgangsgleichspannung haben wir hier auf der rechten Seite. Das heißt, hier vorne, das wäre unsere AC-Netzspannung, die Ausgangsspannung wäre unsere Ausgangsgleichspannung. Diese einphasige Schaltung setzt man jetzt heutzutage eigentlich nur noch bei sehr kleinen Leistungen ein. Der Grund ist, dass wir hier einen Gleichstrom im Netz haben, der eventuell die Verteiltransformatoren in die Sättigung treiben würde. Das heißt, typischerweise haben wir hier bloß Leistungen kleiner als 10 Watt. Das heißt jetzt nicht, dass die Schaltung nicht bei höheren Leistungen nicht auch funktionieren würde, aber das Einsatzgebiet, was wir heutzutage haben, wäre für Gleichrichter sehr, sehr kleiner Leistung. Zum Beispiel einfache Ladegeräte, die Sie ans Netz anschließen, die können gegebenenfalls so einen einpulsigen Gleichrichter haben, so eine M1-Schaltung, wenn Sie zum Beispiel bloß irgendwie USB Ausgangsschnittstelle haben, die 5 Watt liefert oder so, und dann hätten Sie am Eingang einen Einpulsgleichrichter gefolgt von einem Sperrwandler, wenn man eine sehr, sehr günstige Lösung haben will. Ein Nachteil bei dieser Schaltung ist, dass wir eine relativ hohe Belastung haben für die Diode bezüglich der Sperrspannung und der Impulsströme. Das heißt, man sagt auch manchmal, diese Schaltung nutzt die Halbleiter relativ schlecht aus, weil wir vom Verhältnis Pulsstrom zu Gleichstrom durch die Diode eine sehr schlechte Ausnutzung haben. Und auch diese Diode muss, wenn wir hier einen Kondensator-Gleichrichter haben, die doppelte Netzspannung sperren. Die zweite Schaltung, die wir betrachten wollen, ist die M2-Schaltung. Dort benötige ich jetzt einen Transformator. Das heißt, das ist die zweipulsige Mittelpunktschaltung. Ich habe zwei Dioden. Hier oben eine Diode D1, hier unten eine Diode D2. Und ich habe wieder einen gemeinsamen Anschluss, jetzt aber von der Sekundärseite des Transformators mit dem Ausgang hier eingezeichnet. Das heißt, die eigentliche Eingangsspannung wird hier auf der Primärseite des Transformators angelegt und ich erzeuge jetzt hier zwei Spannungen U1 und U2 und die beiden Dioden D1
und D2 werden jeweils abwechselnd für unterschiedliche Netzhalbwellen leitend sein. Von den Eigenschaften her haben wir hier auch immer bloß eine Diode leitend. Das heißt, der Vorteil dieser Schaltung ist, wir haben, verglichen wir gleich die B2, die klassische Brückenschaltung betrachten, haben wir hier bloß einen Spannungsabfall. Aber der große Nachteil ist, wir benötigen einen Transformator. Das heißt, wir können diese Schaltung nicht direkt ans Netz anschließen, sondern wir benötigen einen 50 Hertz Transformator, der eine vergleichsweise große Baugröße hat. Deswegen möchte ich jetzt hier mal so ein bisschen leicht gestrichelt rübergehen. Haben wir jetzt vielleicht eine etwas geringere Bedeutung bei dieser M2-Schaltung im Gegensatz zu der B2-Schaltung, der klassischen Brückenschaltung, die wir betrachten. Deswegen werden wir jetzt nicht weiter im Detail gehen, bloß vielleicht einmal kurz betrachten, wie funktioniert die Schaltung, um zu verstehen, von der einpulsigen Gleichrichterschaltung M1, wie wir dann auch höherpulsige Mittelpunktschaltung verstehen können. Die klassische Schaltung am einphasigen Netz für auch höhere Leistungen ist die sogenannte B2-Schaltung oder klassische Brückenschaltung, Grätzbrückenschaltung, Vollbrückenschaltung. Dort haben wir vier Dioden und die beiden Netzzuleitungen gehen sozusagen immer an die Mitte von diesen Dioden. Nehmen wir die mal D1, D2, D3 und D4. Hätten hier am Ausgang auch wieder unseren Glättungskondensator plus einen Lastwiderstand. Entsprechend dieser Parallelschaltung wieder die Ausgangsgleichspannung abfallen. Und das ist jetzt vielleicht die am häufigsten genutzte Schaltung für einphasigen Netzbetrieb. Das heißt, typisch so bei Leistungen P im Bereich von einigen 10 Watt bis 3 Kilowatt. So ganz grob von der Größenordnung. Das heißt, wir überlegen, unsere normale Steckdose ist abgesichert mit 16 Ampere. 16 Ampere mal 230 Volt macht etwas über 3 Kilowatt. Und da in diesem Bereich würden wir die einsetzen. Das heißt, typisch so im Bereich 1 Kilowatt, 2 Kilowatt bis 3 Kilowatt, je nachdem, was unser Netz ermöglicht. Der Vorteil dieser Schaltung ist im Gegensatz zu der M2-Schaltung, wir benötigen keinen Transformator. Das heißt, wir haben hier einen direkten Netzbetrieb, der möglich ist. Ein kleiner Nachteil ist, dass wir zwei Diodenspannungsabfälle haben. Das heißt, es werden immer zwei dieser vier Dioden gleichzeitig leitend sein oder entsprechend gar keine, wenn wir diesen Kondensator dran haben. Aber wenn sie leitend sind und Strom vom Netz fließt, muss der immer über zwei Dioden gleichzeitig fließen. Das bedeutet, dass wir bei gleichem Ausgangsgleichstrom gegenüber der M2-Schaltung hier doppelt so große Verluste haben, wenn die Dioden gleiche Charakteristiken hätten. Spielt jetzt aber oft keine so große Rolle, weil die Netzspannung vergleichsweise groß sind. Wenn wir bedenken, Netzspannung 230 Volt effektiv bedeutet 325 Volt Spitzenwert. Wenn wir jetzt hier einen Spannungsabfall haben pro Diode von ungefähr 1 Volt, das heißt insgesamt 2 Volt oder sogar drunter, dann ist das kleiner als 1%, was wir hier an Wirkungsgrad verlieren durch die Leitverluste in diesen Dioden. Und wenn wir jetzt eine weglassen würden, hätten wir halt statt diesem kleiner als 1% vielleicht kleiner als 0,5% an Verlusten. Deswegen kann man das häufig verschmerzen, diese etwas in Anführungszeichen höheren Verluste als bei der M2-Schaltung. Jetzt wollen wir auch noch kurz die dreiphasigen Diodengleichrichter zumindest vom Aufbau uns angucken. Da schauen wir auch zwei Schaltungen an. Zunächst die sogenannte M3-Schaltung, das heißt die Mittelpunktschaltung mit der Pulszahl 3, die wir ans Drehstromnetz anschließen. Dort haben wir drei Dioden, nämlich die D1, D2 und D3, die gemeinsam mit der Kathode verbunden sind und wir haben hier an die Anoden jeweils die Außenleiter unseres Netzes angeschlossen, L1, L2, L3. Die gemeinsame Kathode hier geht auf wieder unseren Ausgangskondensator mit paralleler Last. Und wir haben auch hier wieder einen Anschluss von der Last, der jetzt hier drüber geht an den Neutralleiter. Das heißt, tatsächlich sehen wir hier, wir benötigen für diese M3-Schaltung entweder einen Transformator oder einen Neutralleiteranschluss. Der Vorteil der Schaltung ist ähnlich wie bei den Mittelpunktschaltungen für den einphasigen Betrieb. Wir haben nur einen Diodenspannungsabfall. Das heißt, es wird hier immer bloß eine Diode leitend sein. Es kann immer bloß die leitend sein von den Dioden D1, D2 und D3, die sozusagen das höchste Anodenpotenzial hat, weil die Kathoden auf gleichem Potenzial sind. Und so werden die sich abwechseln über eine Netzhalbwelle. Zuerst schaltet die Diode D1 ein, dann D2, dann D3, wobei die immer bloß einzeln an sind. Und das erzeugt auch diesen Grundschwingungsanteil,
im Gleichspannungsanteil der Ausgangsspannung, der die dreifache Welligkeit hat gegenüber der Netzspannung. Die häufigste Schaltung am Drehstromnetz jedoch ist die B6-Schaltung, das heißt die sechspulsige Brückenschaltung. Dort haben wir auch wieder die drei Außenleiteranschlüsse, L1, L2 und L3, und haben jetzt einen Aufbau relativ ähnlich zu der B2-Schaltung, aber dass wir sozusagen eine dritte Halbbrücke aus zwei Dioden haben. Das heißt, wir haben hier insgesamt sechs Dioden, wobei jeweils zwei Dioden an einen Außenleiter angeschlossen sind und jeweils drei Dioden mit der Kathode und drei Dioden mit der Anode zusammen angeschlossen sind. Das heißt, wir brauchen keine drei B2-Schaltung, um eine dreiphasige Netzspannung gleichzurichten. Es reichen hier an der Stelle sechs Dioden aus, im Gegensatz zu 12, die sonst nötig wären, wenn wir dieselbe Schaltung nehmen würden wie im einphasigen Fall. Das ist auch die häufigste Schaltung im hohen Leistungsbereich, wenn wir ein Drehstromnetz zur Verfügung haben. Das heißt, typisch bei Leistung über 3 kW werden wir diese dreiphasige Schaltung haben. Wir können auch hier ähnlich wie bei der einphasigen Brückenschaltung sagen, dass wir keinen Transformator benötigen und auch keinen Neutralleiteranschluss. Wir können also die Schaltung direkt am Netz betreiben. Der Nachteil ist wieder, wie bei der B2-Schaltung, wir haben zwei Diodenspannungsabfälle. Aber da hier nochmals die Spannungen höher sind als im einphasigen Netz, wir hier noch weniger ein Problem haben bei modernen Siliziumdioden hier zum Gleichrichten bezogen auf den Wirkungsgrad. Das heißt, wir haben hier vergleichsweise hohe Wirkungsgrade und der Gewinn, den man durch die M3-Schaltung erzielen könnte, wirkungsgradmäßig würde wesentlich zunichte gemacht, dass Sie hier vorne einen Transformator benötigen, beziehungsweise Gleichströme gegebenenfalls im Netz fließen. Deswegen ist die B6-Schaltung die häufigste. Das sind jetzt die fünf Schaltungen, die wir uns angucken werden, wobei der Fokus liegen wird auf B2- und B6-Schaltung.